Ich vermute, ich kann nur vermuten, was jetzt gerade passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir gerade einen Treiber installiert haben und Windows währenddessen ihren eigenen veralteten Treiber drüber gespielt hat und wir deswegen nicht die aktuelle Version haben, weil ich habe jetzt nochmal den gleichen Treiber installiert und jetzt war ja die richtige Version. Also ich würde das ehrlich gesagt fast schon auf Windows gerade schieben. Ich habe keine Ahnung, ob es so ist. Ich glaube, es war Windows. Sehr, sehr sicher, dass es Windows war. Weil woher soll sonst eine veraltete Version kommen, die weder im Download drin war, noch in der Exe, die ich ausgeführt habe, noch irgendwie auf meinem Rechner sein sollte und auch noch alle Einstellungen resettet, die es normalerweise nämlich nicht resettet, wenn man einen Treiber installiert. Also wirklich, Windows ist echt ein Top-Produkt. Ich kann es kaum erwarten, dass wir am Ende von Windows 10 sind und endlich Windows 11 kommt mit noch neuen Fehlern. Bibi. So, also da. Ja, ich. Ganz kurz mal Hände waschen, während das Spiel die 1000 Intros macht. So, ich bin wieder da. Sorry, Leute. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich vergessen habe, dass es einen Hotfix gab für das Spiel. Ich schaue lieber nochmal, ob alles stimmt, weil wer weiß, ob nach dem Grafikkartentreiber-Update nicht plötzlich eher anfängt, wieder alles einzuschalten. Aber es sieht gut aus. Also, wichtigste Mal Haken, solche Raytracing-Haken und jeder ist auf Quality. Okay, Gott sei Dank. Also, ich glaube, er hat alles sich gespeichert. Eben können wir auch das Mauskabel, wenn man, wie weit ist das, die Maus vom Laden? Also schnell laden hat die auf keinen Fall die Maus, die ist jetzt bei 60%. Nicht, dass es wichtig wäre, es wäre nur wichtig, mir vielleicht den Ladezustand anzumalen. Ich hab Glück mit Hardware und Pech mit Hardware gleichermaßen irgendwie. Ich glaube, ich kriege die Fehler, die nicht ganz so schlimm sind, kriege ich häufiger, zum Glück kriege ich kaum schlimme Fehler. Aber so, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt gecrashed bleibt. Und wo mein Speicherstand hin ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich mich mit dem Bethesda-Account nochmal in einem anderen einloggen. Aber der Account hat so viele Sachen. Moment mal, der hat so viele Sachen. Ist Doom Eternal im Game Pass drin? Ist das etwa mein Bethesda-Account, der mit dem Game Pass verbunden ist und deswegen habe ich nichts freigeschaltet? Oh. Oh, das kann sein. Ich kann nicht nachschauen, weil der Launcher nicht funktioniert, wenn man im Spiel ist. Bethesda Launcher. Irgendwie. Okay, also ich vermute mal, dass wir gerade nicht auf meinem normalen Bethesda-Account spielen, sondern auf meinem Xbox Game Pass Bethesda-Account, der warum auch immer nicht der gleiche dann wäre. Ich bin fast schon beeindruckt von so viel Software-Chaos. Wie habe ich es geschafft, mich in Game Pass-Variante von. Ich habe nur den Launcher, Bethesda-Launcher runtergeladen. Ich habe nicht mal den Game Pass benutzt, aber offensichtlich muss ich auch so sehen, den Benutzernamen vom anderen angegeben haben. Ja, also mir fällt gerade nichts anderes mehr dazu ein, außer was ist heute eigentlich los. So, wenn das Spiel jetzt nicht crashen könnte, wäre super nett davon. Mich stört es übrigens nicht bei Null anzufangen, das ist kein Problem für mich. Nur haben wir, glaube ich, schon lustige Skins wie Einhörner und sowas freigeschaltet gehabt. Ich werde es auch versuchen vom nächsten Stream. Jetzt mache ich es natürlich nicht ausführen, ich habe schon genügend keine Sachen gespielt. Ich werde versuchen rauszufinden, ob das wirklich so ist. Und im schlimmsten Fall spiele ich nochmal offscreen, was ich heute onscreen gespielt habe. Falls ich wirklich irgendwas Cooles hatte, was ich gerne noch gehabt hätte. Ja, das ist eigentlich die einzige Erklärung, die ich dafür momentan habe. Okay. Ah, die Kettensäge geht bei dem nicht, stimmt. Was gelernt. Ich dachte, man kann sie mit der Kettensäge finishen.
finde dieses Geräusch übrigens, wenn man die Flasche öffnet, so ein bisschen wie Overwatch. Wir haben es invertiert. Also wenn ihr es nicht wusstet, für Overwatch, der Hitmarker-Sound, ist das umgedrehte Geräusch von Leuten, die Bierflaschen öffnen. In dem Spiel haben sie es nicht umgedreht. In dem Spiel haben sie es einfach gelassen. Genau. Und der Grund dafür ist, weil es sich befriedigend anfühlt, Bierflaschen zu öffnen. So haben alle Popcorn. Ah, es wäre schön, oder? Wenn man on-stream so digitales Popcorn für Leute aus irgendeiner Art, nicht 3D, doch 3D-Drucker für Popcorn oder so rauslassen könnte. Bald powered bei Amazon. Da kommt eine Drohne vorbei und bringt ein Million Popcorn in Echtzeit. Stimmt, die Shotgun war das deutsche Granatwerfer. Bald haben wir auch wieder das Mauskabel weg mit der Maus, da können wir ganz normal spielen. Hoffentlich. Also wenn es nicht mehr crasht, also wer weiß, ob es denn passiert noch crasht. Jetzt kriege ich den Schussgetränk für uns. Was soll die, oder? Wir hätten 69 Lebenspunkte. Eine Switch? Ja, Switch Pro heißt die. Ja, die ist die Switch Pro, die hat OLED. Nee, es wurde schon länger gerumort, aber angekündigt, glaube ich, fest, dass sie nicht. Wollt ihr übrigens rausfinden, wie viel Schaden Jedi macht in dem Spiel? Jetzt wisst ihr das gar keinen. Also, Jedi ist wirklich unglaublich schwach. Ja, genau, es hat viel Blut gespielt. Brutal. Habe ich vorhin vorgewarnt. Ich kann euch gerne nochmal vorwarnen, wenn ihr ein bisschen sensitiv seid. Aber es ist sehr, sehr comichaft gemacht. Also, es ist übertrieben brutal, aber halt nicht so. Keine Folter-Szenen, kein psychologischer Horror oder sowas. Es ist sehr, sehr humorvoll gehalten. Also, so richtig oldschool, kalt von der Gewalt her. Brutal, aber. Brutal, aber nett brutal. Also, so muss man es ausdrücken. Ja. Also, nur eine nette Art der Brutalität. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Secrets waren. Genau, jetzt lernen wir gerade das Klettern. Es gibt, glaube ich, keine Option, sich automatisch festzuhalten, oder? Weil die würde ich sofort anmachen. Aber ich glaube, man kann einfach dagegen dashen. Nee. Genau, Sentinel, übrigens, das hier ist so eine Art Cheaten im Spiel. Wenn ihr schlecht seid, kriegt ihr irgendwann Hilfe. Ist aber nicht aktiviert in Ultra. Achso, in Ultra Nightmare Easy. Moment, Moment. Wir wollen die nicht haben. Ich dachte, die wäre auch in Nightmare nicht verfügbar. Will ich natürlich nicht haben. Das ist so ein Cheat-Modus. Wenn ihr oft an der Stelle stirbt, hilft euch das Spiel. Und das will ich natürlich nicht. Die einzige Hilfe, die ich möchte, ist, dass ich besser werde. Ja, und die kämpfen auch manchmal gegeneinander, die Gegner. Das ist ganz lustig. Hat er nochmal einen Gegner? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil jetzt kommt eine Stelle, das ist die erste Stelle, wo ich ein bisschen öfters gestorben bin, das erste Mal. Weil diese Flammenwerferfallen doch relativ nervig sind. Gucken, ob wir jetzt genügend Skill im Spiel haben, dass wir es nicht mehr tun. Aber bald kommen wir, glaube ich, an eine Stelle, wo man Raytracing richtig gut sieht. Hier seht ihr es ja auch schon ein bisschen, die Reflektionen sind richtig cool. Aber es gibt, glaube ich, noch Stellen, wo man es noch besser sieht. Aber ich finde, es macht schon mal jetzt auch hier schon einen kleinen optischen Unterschied. Und die Performance ist halt richtig gut beim Spiel. Das heißt, die meisten Leute, die eine Raytracing-fähige Grafikkarte haben, können es wahrscheinlich ohne Probleme aktivieren mit DLSS zusammen. Genau, das war das Problem, glaube ich. Das hier war so ein Nahkampf und hat einen dann penetriert. Ah, Gott sei Dank, wir sind das mal penetrieren können. War nicht das, was ich hätte tun sollen. Aber wir haben nämlich noch keinen Dash, deswegen können wir da nicht vorbei dashen. Also ich hoffe mal, dass wir Dash nicht einfach nicht belegt haben momentan. Genau, und wir sind natürlich unverwundbar in den, während den Effekten. Und ihr werdet lachen, also ich sag, die Stelle ist schwer. Vielleicht kennt ihr ja den Rafa, einen, der hat auch wieder das Quake-Turnier gewonnen, die Quake-Championship. Und er gilt als einer der besten Quake-Spieler aller Zeiten oder der beste Quake-Spieler aller Zeiten mittlerweile, glaube ich. Und ist auch schon die ganze Zeit dabei, deswegen kann man schon der sagen momentan. Und der hatte an der Stelle Probleme auf dem Schwierigkeitsgrad. Er ist ganz oft an der Stelle gestorben, genau wie ich beim ersten Mal. Also es ist wirklich eine Stelle, die gar nicht so einfach ist, wie sie vielleicht erstmal wirkt.
glaube, wir spielen überhaupt noch auf Nightmare, oder? Ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass das Schwierigkeitsgrad sich jetzt geändert hat. So, jetzt ist, glaube ich, können wir Upgrades uns aussuchen, oder? Oder wie funktioniert das? Oder müssen wir erstmal... Ah, nee, müssen wir erstmal Mastery machen? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, das schaltet einfach nur genau Fähigkeiten frei. Das ist ganz lustig. Damit kann man die Schwachstellen wegmachen. Aber ich finde, das hier ist auch richtig cool. Damit kann man richtig schön AOE machen. Ich glaube aber, das Precision Board ist besser, ehrlich gesagt. Weil die Waffe ist später eh nicht mehr so nützlich. Und da ist der Sniper eigentlich ganz gut. Comichaft, ja, nee, schon ein bisschen Comichaft. Also von der, also nicht Comichaft vom Gra, also es ist leichter Comic-Stil auf einer Grafik her. Ich sehe dann diesen Lego-Sachen am Boden. Aber halt auch ein bisschen vom, von dem, wie es inszeniert wird, das so over the top so ein bisschen ist. Übertrieben halt, so ein bisschen Comichaft halt einfach, so wie in Comics eher so stattfindet. Weiß nicht, was ein Genshin machen soll, ist, dass da waren probiert ein bisschen 20 Sekunden gestorben. Bei dem kannst du fast allen Schaden vermeiden. Dann würde ich einfach ein bisschen üben, dass du versuchst, deinen Angriffen auszuweichen. Genau. Bis gleich, Nico. Fragt mich immer, wie die Nutella es schafft, noch süßer zu sein als Zucker. Ich glaube nicht, dass es süßer ist. Es glaube ich, dass es auch noch relativ viel Fett drin ist. Ist es geschmacksintensiver. Genau. Also das kannst du mal ausprobieren. Kannst einfach mal Fett und Zucker zusammen mischen. Und gucken, ob es süßer schmeckt als Zucker alleine. Zumindest langfristig wird es süßer schmecken. Okay, also wir haben jetzt einen Granatwerfer. Left Control, das ist irgendwie... Was, wer hat sich diese Taste ausgedacht? Weiß, war ich. Ich muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wir können auch Granaten benutzen. Aber warum auf Steuerung? Irgendwie... Nee, ich glaube, ich weiß, was ich haben möchte. Ich möchte auf jeden Fall Damage auf E haben. Das ist gut. Crucible auf Q von mir aus. Chainsaw auf C ist auch okay. Ich glaube, ich möchte aber die Granate, ehrlich gesagt, auf F haben. Genau, das hier. Equipment Launcher auf F. Und das switcht inzwischen den... Möchte ich auf dem haben und die Waffenmod auf R. Genau so. Jetzt glaube ich, habe ich was, womit ich leben kann. Da habe ich jetzt gerade das Raytracing auch gesehen im Garstand. Ich hoffe, wir kommen gleich mal an eine Stelle, wo man richtig schöne Reflexionen sieht, weil ich habe mir noch gar nicht angeschaut, wie gut die sind. Das ist übrigens nicht die Schwachstelle von Gegner, aber wird man wahrscheinlich trotzdem gleich sterben. Ja, den könnt ihr mit einer Granate töten. Also das ganze Spiel hat sehr, sehr, sag ich mal, Schwachstellen fokussiertes Gameplay. Und es crasht trotzdem noch, trotz Hotfix. Moment, haben wir jetzt überhaupt den Hotfix installiert? Das ist die zweite Frage, die ich mir gerade stelle. Okay, ich gebe dem jetzt noch ein paar Mal eine Chance in dem Spiel. Was relativ lange jetzt gelaufen ist. Aber der Hotfix hat mir jetzt nichts gebracht gerade. Wahrscheinlich war er nicht genug. Kann sein, dass er nicht genug gereicht hat. Kann ich das irgendwo sehen, dass ich die Hotfix-Version installiert habe? Weil er hat ja gerade so oft irgendwelche random Treiber installiert. Ansonsten spielen wir einfach was anderes. Also ich habe da kein Problem mit, auch weil mit was einem weiter zu machen. Schade natürlich, klar, dann warten wir halt auf den nächsten Grafikkartentreiber-Update oder so. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der Crashes mit dem hat. Es kann halt eben sein, dass der Hotfix nicht gereicht hat. Und genau, in About, Nvidia Control Panel. Ich möchte Steam, glaube ich, Informationen haben. Aber wir haben den Treiber. Version 4.1.2. 12. Resizer Bar ist auch aktiviert. Ja, also alles sieht eigentlich gut aus von den Treibern her. Wir haben leider kein Datum dazu geschrieben, von wann er jetzt genau war, aber ich kann mal ganz kurz in Excel schauen, die ich runtergeladen habe. Heute echt cursed. Irgendwie in letzter Zeit relativ oft cursed. Relativ oft, leider. Und wann bist du? Du bist vom 7.6. Gut, das hilft mir nicht. Wir wissen, wann du erstellt wurdest von den Machern, nicht von mir. Okay, 2021 haben sie ein Copyright drauf. Ja, schade, man sieht leider nicht, wann sie es gemacht haben. Ja, wir probieren es einfach noch einmal. Bester Launcher ist auch komplett gecrashed. Achso, stimmt, weil der Treiberinstallation nicht gut hingekriegt hat.
Aber immerhin hat er nicht meinen Rechner komplett gecrashed, aber sollte das nur einmal machen, den Rechner komplett zu crashen, dann bin ich auf jeden Fall sofort beim nächsten Spiel. Hilft halt leider nicht, dass der Launcher sehr, sehr lahm ist und dass das Spiel noch viele Startbildschirme hat. Weil wenn es wirklich nur durchlaufen würde, wäre das natürlich kein Problem. Ja, ich werde auf jeden Fall mal recherchieren auf Stream, falls es nochmal sein sollte, was man machen kann. Aber ja, wenn das Spiel tatsächlich einen Hotfix gebraucht hat, dann hat er wahrscheinlich einfach nicht gereicht. Leider. Ja, weil es ist wirklich, also wir können ja mal aus Spaß einen FPS-Limiter irgendwann mal ausmachen, gucken, wie viel FPS er hittet. Weil ich bin mir relativ sicher, dass er locker 200 FPS schaffen würde. Selbst mit Raytracing, mit DLSS ohne Probleme eigentlich. Deswegen, ich glaube nicht, dass es irgendwas ist an der Hardware, weil die ist weder ausgelastet, noch crashen Spiele, die eigentlich besonders hardware-intensiv sind bei mir besonders, sondern es ist einfach irgendwie random. Und ja, es ist nervig. Also mich stört es wahrscheinlich sogar noch mehr als euch. ihr könnt mir wenigstens beim Reden noch zuhören. Ich kann währenddessen mir zwar auch beim Reden zuhören, ist aber nicht ganz so spannend, wenn ich mir selber zuhöre. So, er teleportiert uns und jetzt müssen wir noch was einloggen. Okay, alles klar. Ja, wir sind tatsächlich, glaube ich, noch Level 1 von der Progression her. Es muss also auch noch der andere Account sein. Aber halb so wild. Wir werden das irgendwie auf die Reihe kriegen. Über kurz oder lang. Also es ist nicht schlimm, wenn wir das Spiel nochmal nach hinten machen würden. Es ist nicht so, wie ich es gerade gekauft hätte und noch nie gespielt hätte. Aber es ist schon irgendwie ärgerlich. Also ich muss gerade überlegen, welche Taste es war. Genau, ihr könnt die One-Shotten damit. Mit den Granaten, sowohl mit dem Granatwerfer als auch mit der normalen Waffe. Wenigstens eine schöne Raytracing-Stelle noch, bevor es dann für immer bis zum nächsten Patch dann die Versenkung verschwindet, wenn es noch verpassen sollte. Und es hat halt keinerlei Anzeichen, keine Konsistenz in den Körper. Es passiert halt einfach irgendwann random beim Laufen. Die Lüfter drehen sich nicht stark. Ja, sobald wir einen Dash haben, können wir noch richtig actionreich spielen. Momentan sind wir noch ein bisschen träge. Ich muss auch ein bisschen auf die Munition achten, weil es ist schon mehrfach passiert, dass wir gegen einen großen Gegner gekämpft haben. Und der uns dann total geowned hat.